wollen wir zusammen kochen. Dafür war ich auf dem Markt. Ich habe Mürsing mitgebracht. Dann dazu Kartoffeln, vorwiegend festkochende. So, dann haben wir Suppengemüse. Das ist immer eine gute Mischung. Ich habe Karotten, Sellerie, ein bisschen Lauch, ein bisschen Petersilie. Auch wenn ich keine Brühe machen möchte, habe ich einfach kleine Mengen von doch relativ verschiedenen Gemüsesorten, die ich verwenden kann. Dann habe ich Süßkartoffeln als Zutat und für die Variante mit Fleisch habe ich einen Putenschnitzel. Genau. Das packe ich jetzt in den Kühlschrank und dann sehen wir uns für den nächsten Schritt. Als nächstes werden wir mal den Würfel vorbereiten. Also, den kann man vielseitig verwenden. Und ich dachte mir jetzt, zum einen möchte ich zeigen, einfach was man mit dem alles machen kann. Wir werden die Blätter verwenden. Die kann man zum Beispiel für Hohlrouladen nehmen. Ja? Und wenn man jetzt zum Beispiel mal vorhat, was zu füllen oder so Wirsing zu machen, Hohlrouladen, dann ist es vielleicht auch schön, man hat schon vorgearbeitet. Ja? Weil das reicht jetzt ein Gericht, was ein bisschen länger dauert. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir nehmen diese Blätter, machen die ab. Die werden dann gewaschen. Man kann das auch mit dem Messer machen. Man kann das gleich mit dem Messer. Hier auf die Blume ein bisschen einschneiden und dann lassen wir die ganz gut abnehmen. So. Und die werden dann, nachdem sie gewaschen sind, werden wir die blanchieren. Ja, ich habe das Wasser schon zugesetzt. Also blanchieren bedeutet einfach, dass man ins kochende Wasser gibt für vielleicht eine Minute oder so, bis es halt so ein bisschen angegart ist. Danach holt man das raus, gibt es in kalte Flüssigkeit oder Eiswasser, wenn es jemand zu Hause Eiswürfel parat hat. Ich habe es immer gern einfach und unkompliziert, also wir nehmen einfach kaltes Wasser. Da werden dann diese blanchierten Wirsingblätter kurz reingegeben, abgekühlt. Danach tun wir die abtropfen auf den Küchenkrepp und danach werden sie eingefriert. Und wenn man dann in Zukunft Wirsingrouladen machen möchte, dann hat man diese Vorarbeit schon erledigt. Das zeige ich jetzt. Und den Rest nehmen wir nachher für unser Gemüse. So, ich gehe die jetzt kurz waschen. Dazwischendrin habe ich auch kurz mein Brett sauber gemacht, weil das einfach von, da war so Erde drauf, das war auf dem Brett. Wenn ich sowas sehe, dann mache ich einfach kurz zwischendrin auch das Brett sauber. So, genau. So, wenn jetzt hier so Stellen sind, die nicht so schön sind oder auch so adrige Strunk, das schneiden wir weg. So, weil das ist dann einfach nachher nicht fein. Dafür habe ich so eine Abfallschale und die Boden. Vom Rest machen wir ein Gemüse. Wir können einen Teil auch schon klein schneiden und auch eingefrieren für ein anderes Gericht, wo wir das verwenden wollen. Und einen Teil verwenden wir für das Gericht, was wir gleich kochen möchten. Es wird eine Wirsingpfanne geben mit Süßkartoffeln, normalen Kartoffeln und ein bisschen Putenfleisch. Und es gibt eine vegetarische Alternative, wer jetzt kein gutes Fleisch machen möchte, da macht man mit Schafskäse und ein bisschen Joghurt, so griechischen Joghurt. Ja? Gut. So ein richtig scharfes Messer ist dann manchmal auch gut, wenn man so welchen Strunk abschneiden möchte. Und immer auch darauf achten, dass wir ein Brett haben, das nicht wegrutscht. So, die eine Hälfte werden wir nachher noch klein schneiden und auch eingefrieren. Und die zweite Hälfte verwenden wir für unsere Pfanne. Wichtig finde ich auch immer, dass wir eine Schnittfläche haben, wo wir das dann drauflegen und dann auf dem Brett schneiden. Dann haben wir einen sicheren Stand. Was nicht so gut ist, wenn wir jetzt so schneiden, dann wackelt alles rum.